Und Kinder, hat geregnet ganze Nacht, ne? Ganze Nacht, liebe Zuschauer, hat geregnet und hat gedonnert und geblitzt. Bitte komm sofort rüber, das ist Nachbarsfeld. Mami mit Kindern, sofort rüber. Hier habe ich euch gegeben, bei dem Schwimmbad. Schwimmbadwasser hält, also das Loch hat Schatz geklebt mit irgendwelchem Dachkleber. Und das hat gehalten bis jetzt. Bin ich sehr froh. So, 1, 2, 3, 4. Wir müssen. Зараз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Oh, wie geht's, Mama? Ein Kokoskind. 20 Puten, kleine. 20 kleine Puten. Also wie gesagt, hier hat der Puter getötet. Bitte greif mich nicht an. Bitte, ich will ein bisschen bei euch sitzen. Ich liebe das Sitzen beobachten, wie ihr fickt. Ich liebe das. Es hat so schön geregnet. Mein Schatz läuft da rum und gibt Hühnerfutter. Ich habe schon Mischung gemacht. Mischung gemacht habe ich Molke. 3 Teller Kleie, Weizenkleie, 3 Schüssel Weizenkleie, 2 Schüssel Weizen, 1 Schüssel Gerste und das ist die Mischung. Mein Schatz bringt das raus, das ist ein sehr schwerer Eimer, der bringt das raus für mich, mein süßer Gentleman. Und ich wollte sitzen und hier gucken, wie ihr pickt. Ich habe hier ganz viel Futter gegeben, sehr viel Futter gegeben. Aber die 2 Enten, die schwarze und die weiße, die geblieben sind von den Mouladen, die muss man leider diese Woche schlachten. Zum Glück kriegen wir Besuch. Und dann kann man beim Besuch schön die Enten backen. Ja, warum muss man die backen, liebe Freunde? Warum? Picken. Die kleinen Entchen picken. Ich habe heute wieder kleine Wunden gesehen. Mein Schatz tut die in die Kiste. Nur da bitte, hier ist Futter. Hier ist das ganze. Kur, 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 kur. Mann, jetzt habe ich hier ganze Futter gestreut, umsonst. Alle abgehauen. Oh. So, die neuen Puten sind geboren. Leider hat die Mama in dem Käfig da. Eine Mama hat 11. Die hat 11 schön. Die hat die sehr gut geschafft. Bitte lass mich. Die greift mich weiter. Und die zweite Mama, die hier oben im Käfig saß, die hat Eier verlassen und da waren noch lebendige Küken drin. Schöne, schöne Georgine. Und dann hat. Die hat praktisch die Eier verlassen, da waren Küken drin. Und die hat Eier auch verlassen, da waren aber schon tote Eier. Die tue ich jetzt entweder Kompost oder aufs Feld einfach nur vergraben. Da ist nichts mehr. Ja, und die 2 Eier, wo da noch was gelebt hat, habe ich zu der schwarzen Glucke getan. Aber die ganzen Eier, die muss ich irgendwo im Feld oder Kompost. Die hat die alle verlassen. Und die hat nur, gucke ich gleich, wie viele Kinder die hat. Und das alles muss man wegbringen. Kann ja hier nicht so liegen, wo wir uns duschen. Das muss man irgendwo wegräumen. Nein, 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 nicht auf die Treppe. Nein, 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 nicht auf die Treppe. Also hat die hat die gerade gedeckt, aber ich glaube, die hat nur 4. Nur 4, diese eine Pute. Das ist auch nicht sehr gute Pute, muss ich sagen.
Das ist nicht sehr gute Pute. Die macht ein bisschen uns Theater, hat die gemacht. Später nicht mehr. Und die in der anderen Hundebude, in der Hundebude, das ist die, die Elf hat. Die ist lieb. Die macht das gut mit denen. Die hat, die kümmert sich um die Elf Kinder. Die gibt Essen, die gibt Trinken. Nur leider geht immer ins Zwiebeln müssen schon geerntet werden, liebe Freunde. Weil man nicht will, dass die Zwiebeln kaputt gehen. So, jetzt habe ich die ganzen Eier und alles hier ins Feld. Oh, liebe Freunde, ich sehe, dass die Zwiebeln müssen geerntet werden. Und dann bald schon Karotten und dann bald schon rote Beete. Tomaten und Gurken sowieso jeden Tag erntet man. Jetzt noch Kaninchen versorgen. Tja. Tja, Dicky. Wie viele sind die denn? Habe ich einen verloren? Weil die sind mir schon mal runtergerannt. Die rennen und springen runter und dann suche ich die unter diesen Säcken. Nicht, dass ich schon einen verloren habe. Ich sehe im Moment nur 7. Mann, wo ist der 8? Mann, wo ist der 8? Ah, hier sitzt er. Ah, hier versteckt im Heu. Der 8, cool. Da saß er. Gut, alle da. Alle da, alle da. Alle da, alle da. Romtschicke habe ich auch schon gestreichelt, ganze Zeit. Weil wenn man den nicht streichelt, wenn man den nicht liebt, dann hilft dem nicht frisches Heu und nicht Korn und nicht Wasser. Du musst den lieben. Du musst den so lieb behandeln, mit dem reden, den streicheln. Timo Jamalenke. Dann haben wir hier heute entdeckt, dass hier, Mila ist so schön, sehr schön. Dann haben wir entdeckt, dass hier, ich habe mich gewundert, was hier immer stinkt. Hier hat immer gestunken in dem Bereich. Dann haben wir entdeckt, dass unter diesen Brettern lag ein totes Huhn schon ewig lang. Würmer haben die schon gegessen. Jetzt haben wir die auf den Kompost geschmissen. Aber Wahnsinn, ne? Man merkt gar nicht, bei so vielen Tieren merkt man nicht, wenn ein Tier stirbt. Und dann liegt das da und stinkt. So, jetzt melken. Wieder das Gleiche, liebe Zuschauer. Die gleiche Routine jeden Morgen. Nur ich habe hier neue Babys. Nur nicht neue, aber neue Tierchen, die hier schon auf Futter warten. Mama und 3 Kinderchen. Ein Mädchenkopie von der Mama. Oskar, Stjopka. Ziegen haben heute schon sehr viele Zucchinis und sehr viele schöne Äste, hat mein Schatz für die heute abgeschnitten. Leckere Weide und leckere Erle, vielleicht Erle oder wie das heißt, und Weide. Ja, mehr für Roschinka, ja. Malenka. Ah, du bist fertig. So. Die nächste. Sada. Die nächste. Noch kriegt die Boni einen Tropfen. Siehst. Sti, moja хорошенька. Ja? Ja, heute lieber absagen, der Marussia. Was soll sie machen? Es hat ja geregnet, alles nass. Ja. Aber morgen.
morgen fahren wir doch vielleicht in die Stadt, ja? Ja, morgen wolltest du in die Stadt. Dann Mittwoch, ja. Nächste. Ui, hast du mein T-Shirt mitgenommen? Hast du wieder Halsband verloren? Nur das gibt's doch gar nicht. Zum Glück habe ich den gefunden. Halsband. Ah, der nützt mir ja nicht. Hude. Komm ohne Halsband. So. Hude, moja chorosche. Molodec, molodec. Ohne Halsband verstehst du, dass du musst gemolken werden. Молодец, моя Монечка. Aber wie die diese Äste lieben. Und diese Zucchinis liegen natürlich jetzt überall. Schon gibt's Brombeeren. So schöne Brombeeren, schon reif. Und die Ziegen essen die auch. Karamelka, ich brauch dich. Komm, du musst noch angebunden werden, weil du bist auch so eine Führerin. Du bist solche Führerin und führst alle Tiere, wer weiß wohin. Und die, da schon angebunden sind, und die finden das ungerecht. Komm, Karamelka, die finden das ungerecht. Das war schöne Brombeeren schon. Aber wo lege ich die jetzt hin? Keine Ahnung. Lege ich die jetzt hin. Und ich muss noch diese ganze Johanniskraut sammeln. Sehr viel Johanniskraut. Hier dieses Jahr diese Stelle, jedes Jahr diese Stelle hat viel. Muss ich mitnehmen. So. Mache ich das so. Ich nehme mir solche Fahnen. Die hier. So. Sarah, Sarah, ich komme zu euch und lege meine Brombeeren hier unter einem Baum und sammle noch das gleich. Die nehme ich auch jedes Jahr für Tee. Das ist auch leckerer Tee. Muss ich noch mal genau nachlesen, für was der gut ist. Oh, die Bienen kommen hier und die Hummelchen. So viel brauche ich nicht, aber ein paar nehme ich jedes Jahr. Ich glaube, für die Nerven, für... Lavendel habe ich abgeschnitten für Hydrolat, wenn du Zeit hast. Irgendwann, wenn du Zeit hast. Hydrolat? Ja, guck mal, wie schick. Der sieht aber gut aus. No. Und riecht. Oi, der riecht bis hierhin. Bis hierhin, ne? Und den ganzen soll ich dir machen? Ja, aber später, wenn du Zeit hast. Aber hör mal, im Wald habe ich was gepflückt, da bei den Ziegen, wo ich die angebunden habe, habe ich gepflückt Johanniskraut. Ja. Und vergessen. Jetzt liegt er da. Ach du Schande. Und Brombeeren. Willst du davon auch Hydrolate machen? Nee, das ist für Tee, für Kräutertee im Winter. Ja. Langsam trocknet wieder. Wird jetzt wieder schwül. Und kommt wieder Hitze, ne? Ja. Ich werde jetzt hier weiter die Wege machen. Und ich gehe jetzt schnell. Für die Wege. Perfekt. Und ich gehe Haare waschen. Ach so, und bei der Dusche vielleicht auch, Schatzi, oder? Ja, ja. Das mache ich. Hier, Treppe, jo. Treppe hier, alles frei. Jo, jo, jo. Ach so, dann muss ich mal hier den Stoff kurz wegholen. Und ich muss hier unter der Treppe diese Erde wegtun. Moment, das mache ich. So, ein Glas habe ich schon meine Gurken reingetan ins Glas. Karotten frische für Mittagessen gebracht. Und jetzt kommt da noch Knoblauch, Dill, bisschen Meerrettich. Und dann zeige ich weiter und ein paar Eichenblätter, zwei, drei Stück. Und von der Nachbarin, das habe ich hier noch stehen, muss ich auch noch verarbeiten. Für sie mache ich auch zwei Gläser. Aber erstmal wasche ich mir meine Haare und dann mache ich weiter. Aber schön, ein Glas. Ein bisschen schneide ich hier dieses Teil ab.
Braucht man aber nicht. Das mache ich einfach so nach Tradition. Dieses Popo nennen wir das. Gurkenpopo schneiden wir ab. Hier von der Seite nicht. Aber braucht man nicht eigentlich. Die sind überhaupt nicht bitter. Aber nach solcher Tradition, noch von allen Generationen, mache ich das auch abschneiden. Ohne Grund eigentlich. Ohne Grund. Liebe Freunde, Tüte auf dem Kopf. Das sieht ja schlimm aus. Tüte auf dem Kopf, weil ich habe ja gemerkt, liebe Freunde, meine Haare. Auf den Videos übrigens gemerkt. Liebe Zuschauer, auf den Videos gemerkt, dass meine Haare sah aus wie so ein Besen. Wie so ein trockener Besen. Was habe ich gemacht? Gewaschen mit Shampoo. Moment, das drehe ich mal zu zeigen, mit welchem Shampoo. Moment. Shampoo aus Österreich, aus Wien. Das war das Billigste einfach, was da gab es im Supermarkt, habe ich genommen. Keine Werbung, liebe Freunde, keine Werbung. Ich darf keine Werbung so machen auf unserem Kanal. Also zeige ich einfach nur, da stehen immer noch die Gurken. Darf ich nicht stolpern? Oh, wie unaufgeräumt, bitte nicht lachen. Ja, was wollte ich erzählen? Einfach nur billigste Shampoo von Österreich. Werbung darf man nicht machen, so einfach auf dem Kanal. Den habe ich auch schon verbraucht. Der ist leer. Und das hier, danke meine Mama. Auch keine Werbung, weil das ist ja irgendwelche ukrainische Maske für die Haare. Hat mir meine Mama gekauft. Mama, vielen Dank. Vielen Dank. Und die Maske habe ich jetzt auf die Haare drauf. Und Tüte drauf. Tüte drauf. Mama hat gesagt, Kind, deine Haare sieht aus nicht gut. Trocken und du kämmst dich sehr selten, du kämmst die Haare sehr selten, weil du zu beschäftigt bist anscheinend. Du hast keine Zeit für nichts. Das ist übrigens unsere Toilette so. Toilette und alles so, Dusche haben wir da. Wenn ihr kommen wollt, ist nicht so schlimm hier. Ja, ja. Und was weiter? Und Mama hat gesagt, 10 Minuten so halten die Maske. Meine Mama, die ist sehr schöne Frau aus der Stadt. Die pflegt ihre Haare, die pflegt sich ein bisschen besser. Und die hat mir gesagt, Kind, du musst dich mehr pflegen. Du musst die Haare mit der Maske drauf tun und 10 Minuten mit der Tüte so rumlaufen. Tüte und noch Handtuch drauf. Jetzt tue ich noch Handtuch drauf. Diese ganze Milch ist von heute Morgen. Plus noch Katzenkükenmilch, die ist schon getrennt. Die muss ich, warum ich nichts mache, weil heute wird wieder Sahne und Butter gemacht. Sahne und Butter. Langsam muss ich wirklich anfangen, die Butter für Winter einfrieren. Jetzt ist schon Mitte Juli und ich habe noch kein bisschen Butter eingefroren, weil die ganze Zeit verbrauchen wir das. Das heißt, dass man automatisch mehr isst. Das ist nicht gut. Also jetzt muss ich heute von der Sahne ein bisschen schon mal einfrieren. Aber wie geht das heute wieder schlecht? Weil jetzt diese Woche kommt Besuch zu uns. Also brauche ich viel Butter. Ich muss ja bestimmt was backen. Mal überlegen. Oder Eis machen. Ach so, Eis machen, da brauche ich Sahne. Tag. Und was mache ich heute zum Mittag? Jetzt ist schon 12:45. Aha, ich habe noch Borscht. Borscht wird noch ein bisschen mit Wasser verdünnt. Das ist so eine dicke Brühe, dass sie so fest ist. Ein bisschen mit Wasser und essen. Das nicht. Das ist Nachtisch. Aber diese Bohnen essen wir noch auf. Die habe ich gestern extra viele gekocht. Die essen wir heute noch auf und danach tue ich frische Samen. Und sonst nichts. Borscht und Bohnen, da wird mein Schatz sagen, so wenig, sonst nichts. Vielleicht kann ich noch irgendwelche Chips machen für mein Liebling, für Borscht. Irgendwelche Chips. Ah, nur Karotten, Tomaten kann man ja so essen mit Basilikum. Okay, ich überlege Chips
für meinen Liebling. Sonst wird er ja sagen, was ist das? Nur Borsch und nur ein paar Boden. Da wird er ja gar nicht satt von. Weiter arbeitet mein Liebling. Arbeitet, arbeitet, arbeitet und senzt. Und ich gehe schnell versuchen, irgendwie zwei solche meerrettiche kleine rauszuholen. Ein paar Eichenblätter auch, bleibt die Mosche. Muss Schaufel. Moment, muss Schaufel. So, liebe Freunde, Eichenblätter, zwei, drei Stück, Dill, Meerrettich, solche dünne Wurzelchen, zwei, drei Knoblauchzehen durchgeschnitten. Jetzt kommt. Wer möchte das vielleicht nachmachen? Das sind aber keine marinierte Gurken, nicht die süße, nicht mit Zucker, nicht mit Essig. Das sind eingelegte Salzgurken. Wir nennen die hier Quaschenje Ohirke, also saure Gurken. Dieses, da kommt nur Salz. Moment, ich zeige mal jetzt, wie viel Salz und wie viel Wasser. Liebe Freunde, solche große Esslöffel, normaler Esslöffel, eins und halb. Ein Esslöffel und halbes. Und dann kommt komplett heißes Wasser mit Teekocher gekocht, mit Wasserkocher. Ganz normal mit Wasserkocher gekocht. Fertig, fertig, mein Rezept. Mache ich schon viele Jahre, liebe Freunde. Essen wir immer ganze Winter. Gleiche Rezept Tomaten. Und das ist für mich gesünder als Essig und Zucker. Marinierte Sachen wegen meinem Magen. Ach, das kann man direkt, das Wasser kann man direkt für Borsch nehmen. Da, was hier geblieben ist. Dann nehme ich, da ist noch ein bisschen Wasser. Noch ein bisschen Wasser. Rest wegkippen. So, dann nehme ich solche Deckel. Solche Deckel, ganz normale Plastikdeckel. Warte ein bisschen, dass er sich erhitzt. Und gleich geht er schön aufgezogen. Anderthalb Esslöffel Salz. Gleiche Rezept mache ich jetzt für die Nachbarin. Die kriegt zwei Dosen. Genau gleiche Rezept. Gleich kann ich das schon zumachen, wenn das... So, jetzt hat sich Deckel erhitzt. Ein bisschen läuft hier Wasser, das macht ja nichts. Perfekt. Wenn abkühlt, bringt man ins Erdloch. Fertig mein Rezept. Für euch wünsche ich auch viel, viel Gelingen und viel Spaß und Freude beim ganzen Einlegen, Einmachen, Einkochen. Alles, was man so im Sommer machen muss. Viel Spaß! So, Gurken fertig. Von der Nachbarin und von mir. Alle fertig. Einmal kommen raus. Schatzilein! Oh, der Senf irgendwo, wer weiß wo. Schatz! Mensch, der Senf. Ich muss den irgendwie zum Mittagessen holen. Ich mache ja schon diese Chips. Chips-Rezept habe ich gemacht. Ziegen, geriebener, harter Ziegenkäse, Roggenmehl, paar Löffel, bisschen Sauerteig vom Roggenmehl und Rosmarin. Das sind solche Chips. Borscht und Bohnen mache ich jetzt heiß. So. Schatzi, heute Mittagessen Borschtig. Rote Beete Borschtig. Solche Pico de Gallo, frische unsere Tomaten vom Feld mit Basilikum, aber nur nicht richtige Pico de Gallo. Das ist mexikanisch, ne? Ja, nicht richtig, ist ja mit Basilikum. Aber die Chips sind sehr besonders. Oh, heute besondere Chips. Und zwar Rosmarin-Ziegenkäse. Hier ist man mit Rosmarin drin. Kannst du das bitte auf den Boden stellen, vorsichtig? Ja.
Nee, hier unten backen. Unten ist nicht heiß. Mhm. Und Bohnen. Ah, doch, hier ist heiß. Doch, heiß. Oh, warte, das geht. Geht? Sonst hätte ich Lappen gegeben. Bohnen. Aber ganz schön schnell heiß. Hör mal. Das Gerät. Du kannst schon die kalte probieren. Ui. Sehr lecker. Viel gesenkt, ja? Und schmeckt Rosmarin? Mm. Mir sehr. Sehr gut. Nur, da ist Rosmarin drin. Mm. Kommt gut raus. Wie viel hast du denn da reingefahren? Ein paar Stück nur. Aber hätte ich, muss ich sagen, nächstes Mal tue ich noch mehr. Weil das super passt. Ziegenkäse Rosmarin Waffel. Boah, lecker. Das isst man mit damit. Naja, verstehe. Mit unseren Tomaten. Wieso? Ein bisschen wie Tacos, ja. Vegetarische. Frischen Knoblauch. Ui, ich brauche aber erstmal noch mal ein Glas Wasser. Kannst du mir noch so ein Glas halt, Wasser geben? Klar. Und Schatzi? Jetzt habe ich mich ein bisschen abgekühlt. Schon ein bisschen abgekühlt. Bitte. Warum so viel gesenkt? Was total gut ist, wenn man sich abkühlen will, Gurke. Ich habe eine riesige geschält, die ich nicht einlegen konnte. Aber ich muss dir sagen, das schmeckt wunderbar. Also hier Waffeln. Ja. Super. Und schmeckt Rosmarin? Ja, schmeckt man sehr gut raus. Und aber hier, diese Bohnen, das ist der Traum. Hast du mit Sahne gemacht oder mit Butter? Viel Sahne. Einfach nur Sahne. Wahnsinn. Lecker. Ein Karolchen. Auch schön frischer. Ah, Karolchen habe ich auch noch nicht. Aber ich war da so am Arbeiten, habe ich gar nicht gemerkt. Und diese Gräser sind dir in die Augen geflogen? Nein, ich habe eine Brille an. Aber rot die Augen. Rot? Sehr. Das ist komisch. Jetzt musst du dich ausruhen. Vielleicht einfach nur rot die Augen, weil hoher Blutdruck. Schatz, das musst du löschen, wo ich so rülpse. Vielleicht rot nur, weil hoher Blutdruck. Oder so. Kann ja sein, dass man dann das oder trocken. Keine Ahnung. Nur Blutdruck habe ich Angst. Ich hatte ja das Moskitonetz für die Bienen. Und die war zu heiß. Und dann eine Brille. Der Arme. Und dann noch Gehörschutz. Da kochst du einfach nur. Nein. Aber warum so viel auf einmal? Besser ja, wenn du keinen Gehörschutz hast, dann bist du taub. Nein, abends. Besser ganz wenig Sense nur vor dem Haus und nächstes Mal noch ein Stück. Ja, dann musst du die Maschine wieder rausholen, dir das alles anziehen. Ah. So denke ich immer. Ah. Nur dieses Problem mit Absenden werden wir immer hier haben. Ja. Das ist, wenn man eigenes Grundstück hat, muss man ständig senden. Ja, und so ein Rasenmäher habe ich mir auch gedacht, ist schön, aber dann kannst du das nicht als Heu benutzen. Ist vielleicht einfacher, so bequemer. Wir haben so viele Ecken. Ja. Dieser ein kleines Weg, was wir haben, ist gar nichts. Wir haben so viele Ecken, wo Rasenmäher nicht kommt. Ja, du hast dauernd Ecken. Aber leckere Waffeln. Mm. Super Idee. Chips. Nenne ich das. Ja. Ziegenkäse, Rosmarin. Schmeckt sehr ähnlich wie Chips. Mhm. Wenn du die brichst, kannst du die so als weißt Snack du warum? Benutzen. Wegen Ziegenkäse sind die so knackig. Mm. Harter Ziegenkäse. Und diese aber viele haben immer gesagt, wir essen sehr viel. Das stimmt auch mittags. Aber dafür tun wir nicht snacken.
Nicht viel. Also morgens gut essen, mittags gut essen, dass man satt ist und danach tun auch noch nicht mal einen Apfel oder was abends, gar nichts. Und deshalb hat man halt immer Appetit. Das rettet uns aber nicht bei der Menge, was wir essen. Nein. Die Leute haben schon guten Rat gegeben. Meinst du? Mhm. Hört auf so zu fressen. Muss man hören. Aber wenn wir im Urlaub sind, ui, dann essen wir gar nichts. Weil wir wollen ja nicht essen gehen. Ja, aber wenn wir im Urlaub sparen. In Ägypten, da ist ja alles mit drin. Aber nicht so lecker. Ja, aber man findet immer was. Man findet immer was, aber ich muss sagen, in Ägypten, komischerweise nehme ich immer ab. Ja, weil du immer 10 Stunden schwimmst. Mhm. Schwimme und esse nicht so viel wie zu Hause. Noch nicht mal die Hälfte so viel. Noch nicht mal esse ich die Hälfte so viel wie hier. Du isst sehr viel Obst. Da esse ich Salat. Aber esse ich hier auch. Aber da esse ich halt kein Brot, keine Butter, keine Sahne, kein Schweinespeck. Ja, stimmt. Und wenn es gibt, essen wir Fisch. Fisch und Eier. Nur Eier kann ich ja nicht verzichten, weil was soll ich sonst essen? Die haben ja auch kein Schwein. Hm. Fleisch esse ich Rind da. Ja, oder Lamm. Oder Wachteln oder so. Lamm, Wachteln. Hühnchen essen wir auch nicht. Ja. Guten Appetit, mein Lieber. Mhm. Danke. Guten Appetit, mein Süßer. Sehr lecker. Danke dir für das Sensen vom ganzen Grundstück. Ist ja für uns. Danke dir, dass unser Haus immer so gepflegt. Gerne, gerne. Dankeschön. Oh, Schatzi, das freut mich so, dass du die Soße so ausschmatzt. Das ist die beste. Wie schön. Wie so ein kleines, schönes Kätzchen. Leider saugt das nicht so gut. Das sind Chips. Ja. Naja, aber das ist das Beste hier. Alle Chips sind fast weg, ne? Mhm. Und ja, alle... aber ich schaffe jetzt auch nicht mehr. Guck mal, liebe Leute, wir sind wie Heuschrecken. Der Tisch ist leer. Nur noch Teller. Sehr gut. Zwei Heuschrecken. In ein paar Tagen kommen ja die Freunde von uns. Mhm. Dann wollen wir mal sehen, ob die genauso. Mhm. Hoffentlich. Essen. Also habe ich das noch? Nee, ich lach nicht mehr. Tebu ja puska. Tebu loisi ze vuatik. Oi, der wird jetzt voller Gras sein. No, a welche Teppich? Welche weiche Teppich, ne? Ja. Ja, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Hm. Hier kannst du jetzt auch nochmal laufen. No. Du hast bis dahin gemacht? Ja, bis da vorne, genau. Ja. Ah, Lavendel willst du noch? Morgen? Ich glaube, das reicht, oder? Ja, nicht absensen hier? Nee, ach so, hier muss ich noch absensen, klar. Hier muss das Ganze. Jetzt muss ich noch alles hier, dieses Hässliche weg. Aber die Bienen, hässlich, nicht? Die lassen mich nicht. Ich werde das wahrscheinlich einen Vormittag machen. Oder zwei. Oh, das ist aber nett. Danke. Oh, wollen schon nach Hause. Mutter, Schwester, Rudena. Aber so heiß war es heute nicht. Nee, jetzt fängt an, heiß zu werden. Es war so,
Ui. Ui, ui, ui. Oh, was passiert? Jetzt habe ich da alles zerrissen. Die Socken sehen aber auch lustig aus. Ja, die habe ich mir selber gemacht. Wie denn? Ah, Strumpfhose abgeschnitten. Dass die nicht rutschen? Nee, die sind sehr schön. Ну що, було добре, файно тут? Було файно, ні? Непогано? Ja, die denken, du hast was dabei. Ja, ja. Denken, gibt's Geschenke für die. Die denken, dass immer gibt's Geschenke. Na, ihr? Na, da ihr seid wie im Paradies. Morgen seid ihr wieder hier. Was soll das? Wenn es nicht so heiß ist, ist das ja hier in Ordnung. Ich kann die aber heute Abend rüberbringen. Was meinst du? Da, ich denke, erstmal kommen die mit. Mirabellen suchen. Na, kommt mal noch mit, ein bisschen. In den Wald. Hast du meinen Eimer? Nee, ich wollte die gerade abmachen. Naja, gut, ich hol den Eimer. Ist egal. Na, nicht streiten. Oh, gibt's schon Brombeeren? Ja. Cool. Ich habe schon welche gepflückt und vergessen hier. In der Sonne. Ja, ja. Gibt's ein paar. Hier. Gepflückt und vergessen, Schatz. Ach, du hast sie da auf den Boden gelegt? Ja. Ich wollte die gleich abholen. Ist ja lustig. Da. Ich habe die hier hingelegt und hier waren die auch. Und hier das hier gelassen. Ach, das hast du mir ja gesagt. Ja, ja. Zvirubi, Narvala i Leshela. Das ist, wie heißt das? Oh nein, nicht essen. Wie heißt das nochmal? Johanneskraut. Zvirubi, zvirubi, ta. Johanneskraut. Zvirubi, no. Das ist gut für die Nerven, ne? Ist das für die Nerven nur oder hat das noch eine... Das weiß ich gar nicht. Für die Nerven ist für mich sehr gut. Ich habe solche Nerven... Ich glaube zum Einschlafen. Ich habe solche Nerven wie solche Monster. Nein, tada. Doch, doch. Ich bin ganz schön nervös. Oh, guck mal. Wow. Sehr schön. Wow, wow, wow. Und die sind hier jedes Jahr diese Stelle. Jedes Jahr. Und ein Jahr habe ich fast alle weggenommen und die kamen dann aber noch mehr. Ich glaube, wenn man die noch mehr, je mehr du die nimmst, desto mehr kommen die. Ja, vor allem, wenn man die nicht senzt hier, ne? Bienen essen die auch, habe ich gesehen. Ja, ja, klar. Was meinst du, warum unsere Bienen so viel haben? Weil die hier diese wilden Wiesen haben. Diese wilden Kräuter. No. Schön. Wolltest du das nicht jetzt, wir können das aber wieder hier liegen lassen, ja, oder ja. Schleppst du das durch die ganze Gegend? Ich will das nur nicht vergessen. Але вистачить, правда? Ja, sicher. Oh, die Sonne kommt raus.
Ja, es ist wieder fängt an, diese Hitze. So, das hat wirklich genug für ganz Winter. Ja, sieht gut aus. Noch hier. Morgen müssen wir wieder in die Stadt, ne? Tja, man muss Wege erledigen manchmal. Nützt ja nichts. Hoffentlich gehen die da nicht dran. Okay. So ein Tisch. Katrusa ist nämlich sehr, sehr frech. Na, moja dievčenka, na. Das sind diese wilden Kirschen, ne? Na, ich muss ihr ein bisschen helfen. Moja dievčenka. Moja ljubov. Ljubov, moje kochanie. Ist gar nicht weiter, will lieber gestreichelt werden. Moje, tak, tak, das ist wirklich wahr, die liebt diese Liebe, ne? Na, kommt mit weiter. Ластівки гніздечко звили в стрісі. А вівчар жене отару плає. Тихо тьохнув соловей за гаєм. Ich bin schockiert. Wie schön. Joi, eine verloren. Joi, eine. Oh! Tut dir nicht weh. Eine verloren. Die schönste verloren. Chance. Ja, lass doch. Nimm sie dir in der neue. Aber ich bin so gierig, dass wenn ich eine verloren habe, guck mal, dann kann ich das nicht ertragen. Nein, sei nicht frech. Nein. Знов зозулі голос чути в лісі. Ластівки гніздечко звили в стрісі. Die essen nur die Blätter, die essen nicht Beeren. Жене отару плає. Тьохнув пісню соловей за гаєм. Всюди буйно квітне черемшина. Мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Ага, wird langsam voll. Ну, вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Hier oben sind welche, guck mal da. Ich komme da gar nicht dran. Ups, die schönste schon. Ah, die noch können reifen. Da sind noch viele. Da sind die bestimmt schon reif. Früher hatten wir so viele Konkurrenz. Mit Brombeeren, da haben die Leute so gesammelt und alles. Mittlerweile ist das alles gar nicht mehr. Keiner da? Keiner mehr da. Tag, Tag, keiner da. Oh. Oh, hier haben die so viel, jo, was da sie hier sind noch essen ja. Könnten. Da sind die ja, aber die sind noch gar nicht so reif. Nee, die sind noch nicht gut. Na, eine nur noch, weiche. Nee, die müssen noch ein bisschen. Aber Brombeerchen, lecker. Ja, die sind noch nicht so gut. Aber может nur hier, weil hier ist immer Schatten. Warten. Ja, wir können ja auch noch ein Stück. Wir sind ja noch nicht auf der richtigen. Ai. Ein Stück laufen. Ui, ich hätte mir lange Hose anziehen. Ja, ich habe heute lange. Ja. Das war Ui, hier sind aber viele. Ja, das sind die, die ich meinte. Das war großer Fehler, in dieser Hose zu laufen. Joi, die streiten sich da wieder.
Боже. Які тут гарні вже ужини. О, які вже чорні. Ще щастя, що я того взяла. Ой, guck mal, wie viele hier sind noch. Schatz, aber ohne deine Hilfe. Ich sammle die mit der Kamera. Ohne deine Hilfe. Nein, ich helfe dir jetzt. Ich helfe dir jetzt. Boah, guck mal, guck. Wir machen mal kurz aus. Und? Ein ganzes Ding aufgesammelt. Ganze Liter. Ja. Und das ist vielleicht nicht Liter, ich weiß nicht. Doch, die Dinger sind ein Liter. Aber hier sind 1,4 Kilo steht. 1,4 sogar. Kilo. Kilo, ja, 1,4 ist ein Liter von Beeren. So rechnen die das immer. Das war wahrscheinlich Flüssigkeit. Plus minus. Aber das ist solche Größe, die ist so Standard hier. Die Fliege. Fliege im Auge. Im Auge. Ist das auch Dings, Halicha? Ja, aber ich glaube, die sind alle noch nicht ganz so reif. Ja. Die sind noch grün. Ja, total grün. Nimm die grün. Nicht. Das ist schade. Aber guck mal, die haben sie auch schon. Unsere Ziegen haben die kaputt gefressen. Und da? Da hinten, da könnten welche sein. Die sind ja total in der Sonne. І що, тут не можете трохи бути? Все одно тільки йдете туди, де не треба. Ja, das verstehe ich auch nicht. Hier ist so ruhig. Hier stört euch keiner. Warum bleibt ihr nicht hier? No. Esst gemütlich, kommt pünktlich nach Hause. Kommt satt nach Hause, ne? Ja. Aber nein, gehen immer dahin, wo sie nicht sollen. Ja. Hier geht's euch doch gut. Und sind da welche dran? Grün. Alle noch nicht reif. Grün, aber auch dieses Jahr sind gar keine da, so viele. Ja, weil die Ziegen haben vielleicht die Bäume kaputt gemacht. Da nee, Ziegen können die nicht kaputt machen. Aber wenn die hier keine gibt, dann warten wir einfach. Schatz, guck mal, ich habe Haare gemacht mit Maske. Ja. Anu, riech mal. In der Tüte lange gehalten, riech mal. Riecht sehr gut. Mhm. Mit was hast du die gemacht? Maske von der Mama. Ja, welche? Ach so. Extra so für Haare. Solche Haaremaske. Aha, verstehe. Da ist ein Baum. Sehr. Da sind auch welche dran, aber die sehen auch noch nicht. Da hinten, ja, der große. Oh, hier sind aber Löcher, hör mal. Musst du aufpassen. Hier sind Löcher. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Hier ist nicht so einfach zu laufen. In so einen Fuchsbau reingetreten oder was? Puh. Jetzt wird's aber warm. Ну. Не, зелені. Keine? Не, зелені. Alle noch grün. Ja. Ah, nicht grün, aber da sind auch welche. Hier sind überall Mirabellen. Guck mal, welche Gräser hier. Ja, ja. Hier kommst du gar nicht durch. Ah, nee, die sind schon fast reif. Willst du welche mitnehmen? Ну, schon kann man ein paar nehmen. Naja, aber auch noch bräuchten. Auch noch nicht. Lass mal eine probieren. А ну попробуй, зайка, ти. Скажи, чи вона солодка? Hm, könnte man nehmen, aber ну що? Ist noch sauer. Noch sauer? Ein bisschen Säure ist da noch drin. А то не добре. Eine Woche würde ich denn noch geben. Aber da vorne sind noch welche, schau mal. Da, am Nachbarbaum. Den kann man auch mal probieren. Boah, wie kann man hier laufen? Und ich bin noch so dumm, ja. Und nehme diesen Schachtelhalm. Guck mal, was hier los ist. Das ist eine Pest. Hier ist alles Schachtelhalm. Das ist eine Pest, du weißt ja. Guck mal hier.
Oh mein wie viel Gott, das ist. Hat sich hier ver... Oh, Toto. Nee, die sind auch alle noch nix. Aber guck mal, wie voll. Ja. Nee, die sind noch hart. Grün, ja. Die sind noch hart. Doch, soy dam du dom. Da bringt nichts heute mit Mirabellen nicht. Aber ah, der Baum da ist der... Nee, die sind alles gleich. Guck mal, die werden sogar rot. Das ist ein roter Baum. Der? Ja, da unten ist eine rote dran. Hä? Was ist das denn? Ah. Ich kann mir nur vorstellen, dass deine Beine jetzt gestochen sind. Nur schon so rot. Oh, die, eine rote die rote ist reif. Da siehst du, die anderen werden noch rot. Nee, die können nicht rot werden. Die sind schon fast reif. Ja, warum waren denn da? Nur может такая шось. Ui, boah. Ui. Nee, die sind alle, das hat der alle noch hart. Dann gemacht. Der hat Mirabelle genommen und darauf für sich gemacht. Ah. Verstehe. Boah, Schatz, ich muss hier irgendwie raus aus dem. Geh einfach zur Straße zurück, da wird es immer weniger. Jui. Nee. Nee, die, ui, die sind noch sauer. Wirklich reif. Und Äpfel. Äpfel wird es hier auch jede Menge geben. Da sind Jabluka. Aber die sind auch noch nicht. А то придем же за 2-3 дні придем полечу і нарвем яблук. Ja. То ще треба тиждень, може. Ja, noch eine Woche. Alles zu seiner Zeit. Du hast dich gefreut, dass du Schachtelhalm gefunden hast, ja? Mann. Hier ist ein ganzes Feld. Jetzt freue ich mich schon nicht mehr. Oh, 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 oh. Sobald die dich sehen, hinterher. Bleib doch hier. Зозулі голос чути в лісі. Ластівки гніздечко з... О, гегесен! На! Наша... Ой, пас ауф! Та де ж Бромбен? Я як? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. На, гіп ме діма. Йо-йо-йо-йо-йо. Я-я. Ду хаст айне секунде ніх аufgepаст. Schon sind die ganzen Brombeeren weg. Welche Dinosaurier, ne? Ja, ja. Die haben auch keine Barmherzigkeit. Ich habe so lange gepflückt. Na, Moni, na. Bursche, die hat wieder die Schnur verloren. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe heute ihr das wieder dran gebunden. Wo ist das denn? Ich habe dran gebunden, immer. Ach. Und bei Melken jetzt haut ab, jetzt bleibt nicht stehen. Das ist aber echt doof. Ja, ich verstehe das nicht. Hatte die doch fest genug. Знозозулі голос чути в лісі. Ластівки гніздечко звили в стрісі. А вівчар жене отару плаєм. Тьохнув пісню соловей за гаєм. Всюди буйно квітне черемшина. Мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Вечір вже вівці біля броду, вівці п'ють холодну воду. А вівчар жене
wenn wir so eine, weißt du, was denn? So eine alte Oma, die verrückt ist. Nein, ach Quatsch. Was ist denn Ceremcena? Ceremcena, das ist diese, was wir immer, solche riechende Blumen, die weißen Bäume, weißt du? Die vor Akazie immer blühen. Ach, im Frühling? Tak, tak, duże pachną, sehr riechen. Flieder? Nee, Ceremcena, weiß, ganz weiß. Ganz weiß. Da hier, wir haben... Ach, das sieht aus wie, da kann man sehr leicht sich vertun mit dem, nicht vertun, aber mit dem Holunder, ne? Da, taki sehr ähnlich. Man kann sich da vertun mit dem Holunder, aber ich weiß nicht. Da, taki ähnlich, troszkę. Ceremcena, nun ja. Всюди буйно. Боже, wie viele fallen schon runter, das glaubst du gar nicht. Viele. Das sind die, die Blumka mir gegessen haben, habe ich nachgefühlt. Ты подумай. Я не встигла обернути. Wow. Oh, das ist auch wieder eine das gute. Das ist mein Repay. Refill. Refill. Das ist wie beim, wie heißt das, McDonald's oder wo, kann man da Refill machen? Du willst ja Refill. Und das war mega. Mm-mm. Oh, die ist ja wirklich groß. Sehr schön. Und die hätte ich schon so verpasst. Ja. Wenn nicht die Blumka. Aber Brombeeren zum Beispiel, das haben wir auch, als wo wir Kinder waren. Bei uns gab es so eine Bahnstrecke. Und da sind wir auch immer sammeln gegangen. Aber die waren größer wie die hier. Oder ich war kleiner. Hier, hallo. Du hast hier was vergessen. Ich wollte schon wieder weggehen. Voll Schatz, am Tanzen hier. Schatz, du siehst ja, wie dumm ich bin. Mann. Nee, ich habe das auch. Ich hab gedacht, oh, was ist das für eine gelbe Blume? Und habe da drauf geguckt. Das ist schon. Und dann da ist mir das auch noch, erst eingefallen. Da habe ich ja noch Glück gehabt. Riecht, ach, riecht gut. Oh, haben wir das grüne Tor aufgemacht? Nee. Ah, das ist natürlich schlecht. Dann kommen die Ziegen nicht rein. Keine Chance. So schnell sind die nicht. Die sind schnell. Guck mal, was viel essen und immer meckern. Na ja, klar. Подивися, які трави. Сонце яскраве, землю голубить. Більше між нами розлук не буде. Я хочу мила, щоб ти це знала. Вже покошено. Ich freue mich aber, wenn ich die jetzt gemolken habe, dann gehe ich einmal schwimmen. Und ich freue mich mit dir, den schönen Abend zu verbringen, alleine. Vielleicht kommt der Gennig. Ja? Ja. Oh. Der hat er nämlich angerufen. Oh, nun gut, dann sind wir ja freundlich. Sind wir ja freundlich? Das ist gut. Will er was mit Bienen besprechen, ja? Der wollte einfach vorbeikommen, wenn er Zeit hat, hat er gesagt. Dobre. Hier, nimmst du mal den Eimer, dann mache ich zu. Danke, mein Süßer. Боже, які гарні бомби. Gut, dass du mitgegangen bist. Jetzt muss ich Eier sammeln und Futter machen, schnell für die Puten. Und ich gehe ans Melken. Und für die Küken. Los, los. Schön hast du gesenzt, Schatzi, schön. Bis hier alles weggemacht. Alle Haare. Wird man ja ganz anders laufen. Ne? Keine Tomate abgeschnitten, keine Paprika, Molodets. Nee, ich habe dich da großzügig rangelassen.
Молодець. Wann sind denn die reif? Wie werden die Paprika? Gelb oder grün? Я не знаю. Ich habe da einfach gekauft, weiß ich nicht was. Ach so. Я не знаю. Mal gucken. Але пахне щось. Та що ж то так пахне? Vom Gras vielleicht, oder? Ще якісь квіти пахнуть, ще щось. Ну, kann sein. Ну? Aber Gras riecht auch immer wunderbar. Ну, але пахне щось. Frisch geschnitten. Пахне щось страшне. So. Danke, mein Süßer. Das war ein schöner Ausflug. Ja, sehr schön. Danke. Wahnsinn. Eine kleine Melone. Aber sehr winzig. Oh, noch weich. Oh, wow, Babymelone. Wie süß. Noch nie gesehen. Und da ist noch eine winzige. Wow, Schatzi. Wow, wie klein, wie süße Melonchen. Noch. Ja. Unglaublich, hätte ich nie gedacht. Aber großer Fehler war, dieser Kürbis da zu pflanzen. Der nimmt den ganze Licht jetzt. Kraft, ja. Nur Kraft nicht, der ist ziemlich weit, aber Licht nimmt ganz schön weg. Das ist lieb, Schatz. Und ich um die Pute mit 11. Aber Pute mit 4 habe ich wieder verloren. Ich weiß nicht, wo die ist. Das ist solche Schweinchen. Diesen Kohl. Diesen und allen Kohl kann man schon langsam essen. Das sind Tomaten. Noch Tomaten. Ich glaube, Tomaten muss man jetzt jeden Tag nehmen. Salate machen. Yeah. Tomaten, Gurken muss man sammeln. Завтра я знов прийду. Капусту треба забрати. Капусту. Можна ту, а можна там ту. Ich nehme jetzt diesen ganzen Kohl raus.